Also die Lage ist so dramatisch, dass wir kurz davor stehen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Nicht nur sozialer Sprengstoff, sondern wird auch die Stabilität unseres Landes ruinieren können. Eine ganz andere Frage noch. Die Menschen sehen natürlich hier teilweise in der Region vor Ort, wie vor ihrer Haustür Menschen aus den Transportern rausgelassen werden. Das ist ein verängstigendes Bild auch teilweise. Man stellt sich natürlich auch die Frage, wo landen die alle? Sie sind ja alle teilweise in die Erstaufnahmeeinrichtung jetzt hier in Brandenburg verteilt. Wie soll es denn da weitergehen? Das sind ja keine unendlichen Kapazitäten vorhanden. Wir haben in den letzten Wochen eine Meldung nach der anderen gesehen, was teilweise hunderte Flüchtlinge vermeldet wurde. Heute Ihr Lagebild. Sie haben gesagt, Sie reden von einer dramatischen Lage. Wie dramatisch ist es wirklich? Also die Lage ist so dramatisch, dass wir kurz davor stehen, das ist nur noch eine Frage der Zeit, dass mit dem neuen System der Behältnisschleusung, das heißt viele, viele Flüchtlinge in sehr engem Raum in Kleintransportern oder PKWs zu transportieren, dass wir zunächst auch zu schwersten Unfällen kommen können, indem es viele Tote geben wird. Dem können wir nicht tatenlos zusehen. Aber wir können dem völlig unkontrollierten Zugang über die deutsch-polnische Grenze auch nicht weiterhin zusehen, denn unsere Kommunen und Kreise sind seit Monaten überbelastet und wir müssen ein erfolgreiches Signal setzen, dass wir diese illegale Migration reduzieren und stoppen können. Und diese Signale sollen jetzt stationäre Grenzkontrollen sein, ist das richtig? Das ist einer der wichtigen Punkte als Notlösung. Das wird nicht das Problem alleine lösen, weil viele, die dann an der Grenze aufgegriffen werden, kommen trotzdem ins deutsche Asylsystem. Aber wir machen es den Schlepperorganisationen schwieriger. Denn wenn wir Schlepper aufgreifen, ihre Fahrzeuge konfiszieren, die Schlepper kommen in Haft, dann wird es natürlich aufwendiger für die Schlepperorganisationen, dieses Geschäft durchzuführen. Und dass das funktionieren kann, zeigt ja die Vorgehensweise an der bayerisch-österreichischen Grenze, die zu einer dramatischen Reduzierung der illegalen Migration geführt hat. Dennoch lese ich auch bei allen Berichten dazu, dass die Schleuser ja nach kurzer Aufnahme des Ermittlungsverfahrens wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Also in dem Sinne ist ja die Schleuseraktivität nicht unterbunden für die Dauer, oder? Ich kann das jetzt nicht im Detail sagen, weil das Sache der Staatsanwaltschaft. Die prüft natürlich, ob Haftgründe vorliegen oder ob keine Fluchtgefahr besteht. Ich habe auch in der Zeitung gelesen, dass der eine oder andere auf freien Fuß gesetzt worden ist. Das müssen Sie im Detail bei der Staatsanwaltschaft nachfragen. Ich muss sagen, nicht von einem Fluchtgrund auszugehen bei einem Schlepper, der international agiert, da halte ich für problematisch. Aber wir hatten gerade heute Morgen ist ein Schlepper gestellt worden. Der ist ein niederländischer Staatsbürger. Wir haben verschiedene niederländische Staatsbürger. Wir haben auch zum Teil polnische Staatsbürger. Also wie damit umgegangen wird, das müssen Sie die Staatsanwaltschaft fragen. Nur keine Fluchtgrund bei denen zu sehen, halte ich für problematisch. Sie bündeln mittlerweile unfassbar viele Polizeikräfte für diese Aktivität, für den verstärkten Kontrollen. Wie lange ist das noch durchzuhalten? Es sind ja Landes- und Bundespolizisten und ja, auch Bereitschaftspolizisten im Einsatz. Also unsere Polizei wird das so lange durchhalten, solange es notwendig ist. Aber natürlich ist die Belastung enorm hoch. Es werden Überstunden um Überstunden angesammelt von unseren Polizisten und Polizistinnen und Polizisten. Aber jeder unserer Polizisten weiß, da wo es notwendig ist, muss man handeln. Aber wichtig ist auch, dass wir zu einer Reduzierung kommen und dann im Prinzip diesen massiven Kräfteeinsatz auch wieder zurückfahren können. Eine ganz andere Frage noch. Die Menschen sehen natürlich hier teilweise in der Region vor Ort, wie vor ihrer Haustür Menschen aus den Transportern rausgelassen werden. Das ist ein verängstigendes Bild auch teilweise. Man stellt sich natürlich auch die Frage, wo landen die alle? Sie sind ja alle teilweise in die Erstaufnahmeeinrichtung jetzt hier in Brandenburg verteilt. Wie soll es denn da weitergehen? Das sind ja keine unendlichen Kapazitäten vorhanden. Also auch hier haben wir natürlich riesige Probleme. Unsere Erstaufnahmeeinrichtung hat schon im Laufe des letzten Jahres reagiert. Das heißt, wir haben die Zahl der Unterbringungskapazitäten massiv gesteigert, sodass wir bis jetzt doch einigermaßen klarkommen, auch über einen längeren Zeitraum noch. Das große Problem ist bei den Flüchtlingen, die wir in die Kommunen verteilen müssen, nach Bundesasylgesetz. Und zwar sind das alle die, die einen Schutzstatus bekommen. Syrer in erster Linie, Afghanen. Das heißt, die müssen wir in die Kommunen verteilen. Und unsere Kommunen sind seit Monaten an der Kapazitätsgrenze, auch
auch darüber hinaus und sind schlichtweg zahlenmäßig nicht mehr in der Lage, das zu leisten. Deshalb brauchen wir eine Reduzierung der illegalen Migration. Und die große Lösung wäre dann? Es gibt mehrere große Lösungen, an denen gearbeitet wird. Das ist aber nicht kurzfristig machbar. Die Europäische Union arbeitet an einer Novelle des gemeinsamen europäischen Asylsystems, GEAS. Ich war letzte Woche in Brüssel und habe gesprochen mit den verschiedenen Verhandlern. Hier ist absolut notwendig, dass die Verhandlungen vorankommen. Denn das Europäische Parlament hat die Verhandlungen im Moment eingestellt, weil sich mal wieder die Mitgliedstaaten, unter anderem Innenministerin Faeser, nicht einigen können, zum Beispiel auf die Notfallrichtlinie oder Notfallverordnung, die beinhaltet, dass man in Notfällen, definierten Notfällen, auch Standards für einen vorübergehenden Zeitraum reduzieren kann. Ich halte es für absolut notwendig, dass die Innenminister jetzt endlich zu einem Ergebnis kommen und dass dann auch entsprechend Druck gemacht werden kann, dass das Europäische Parlament noch vor den Europawahlen im nächsten Jahr das auch umsetzen können. Denn ansonsten dauert das wieder Jahre und die Menschen, das merken wir auch in der Stimmung der Menschen bei Umfragen, sind nicht bereit, die jetzige Situation einfach so zu akzeptieren. Das heißt, sie werden sich überlegen, eine andere Regierung zu wählen als diejenigen, die nach ihrer Einschätzung, leider ist das im Moment so, das nicht auf die Reihe bekommen, unser Land zu schützen. Letzte Frage wäre genau die gewesen, ob Sie da sozialen, ja, schon fast Sprengstoff sehen, wenn da tatsächlich keine Einigung zustande kommt, auch auf europäischer Linie. Das ist erheblicher, nicht nur sozialer Sprengstoff, sondern wird auch die Stabilität unseres Landes ruinieren können. Denn wenn die Menschen nicht mehr glauben, dass die etablierten Parteien, die an der Regierung sind, Probleme auch lösen können, auch wenn sie sich nicht sofort und nicht zu 100% lösen können, werden sie sich von diesen Parteien abwenden und Parteien wählen, die es garantiert auch nicht schaffen werden, aber mit flotten Sprüchen und einfachen Lösungen, die nicht umsetzbar sind, natürlich den Eindruck vermitteln, sie könnten das alles viel besser. Das Abwenden hat ja schon längst stattgefunden, oder? Da sind wir schon mitten dabei, mit dramatischen Auswirkungen.